Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem 27. Spieltag, an dem der SSV Jahn am Samstag um 14 Uhr in Saarbrücken antreten wird. Bei mir ist wie immer unser Cheftrainer Thomas Stratos. Und Thomas, meine erste Frage an dich. Jetzt sind ungefähr zwei Drittel der Saison absolviert. Hättest du vor dem ersten Spieltag unterschrieben, zu dem Zeitpunkt auf dem 10. Platz zu stehen? Vor dem ersten Spiel unterschreibe ich gar nichts. Das ist immer so. Also, ich denke immer von Woche zu Woche, das sage ich immer wieder. Darum heißt es nicht, wenn ich jetzt mit mir als jemand gesagt hätte, 10. Platz, hätte ich da gestanden und gesagt, na, ich hätte gerne mehr gehabt. Bist du denn zufrieden? Jetzt im Moment bin ich zufrieden. So wie die Saison verlaufen ist, vor allem wie wir uns gesteigert haben vom ersten Tag an, wie wir gespielt haben, vor allem die letzten Spiele, bin ich sehr zufrieden. Okay, blicken wir auf die aktuelle Situation. Es gibt einige Verletzungssorgen zu beklagen, oder? Ja, zu Thomas Kurz ist Omas Dresdner dazugekommen. Jonathan Kotzke, was eben schon im Spiel in der Halbzeit zu sehen war, aber Joni hat auf die Zähne gebissen, der wusste, oder man sah, dass er eben einen dicken Knöchel kriegt, aber Joni beißt ihn. Der weiß, der ist wichtig für die Mannschaft und eben als Spieler auf dem Platz. Das heißt, der schont sich dann eben nicht. Ja, dann haben wir Bene Schmidt, der hat gestern das erste Mal wieder mittrainiert, macht einen guten Eindruck. Wir werden vielleicht, oder ich muss ihn vielleicht mitnehmen, weil der Kader eben zu klein, oder im jetzigen Moment sind viele Spieler verletzt. Fabian Treppenbach hat wieder ein bisschen Aua, der hat das Training abgebrochen. Gut, schauen wir auf den Gegner. Saarbrücken ist auf dem 20. Tabellenplatz mit 22 Punkten und einem Torverhältnis von 28 zu 45. Hat jetzt aber die letzten beiden Spiele 1-0 gegen Unterhaching gewonnen und zuletzt gegen Heidenheim, den Tabellenführer, nur 1-2 verloren. Also aufgrund des Tabellenplatzes darf man die sicher nicht unterschätzen, oder? Ja, man muss es anders sehen bei so einer Mannschaft. Der erste FC Saarbrücken steht unten. Aber die Mannschaft, die jetzt auf dem Platz ist, ist es nicht. Das heißt, das ist eine ganz andere Truppe, die jetzt geholt wurde, um eben die Punkte zu holen. Das muss man ein bisschen anders sehen. Also wenn diese Mannschaft von Anfang an gewesen wäre, glaube ich, würden sie woanders stehen. Aber es hilft ja nichts. Wir fahren hin und wollen natürlich unsere Serie, die wir bis jetzt sehr gut, ja, bis auf Darmstadt, aber da haben wir auch recht ordentlich gespielt. Das heißt, wir können da weiter aufbauen. Vielen Dank, Thomas. Dann übergebe ich die Fragestellung an Heinz Reichenbeiner von der Mittelbayerischen Zeitung. Thomas, zurück zu Saarbrücken. Du hast sicherlich das auch registriert, dass die in der Winterpause 13 Transfers gehabt haben. 10 Neuzugänge, 3 Abgänge. Findest du das normal? Im Fußball gibt es nichts, was normal ist. Ja, wir haben alle gestern ein Spiel gesehen, da hat Hans für einen Spieler, die korrigierten 100 Millionen sind jetzt 91 Millionen. Also was ist normal im Fußball? Aber ist nichts Schlimmes. Also ich glaube, wenn Geld da ist und jemand gibt es aus und es wird für Spieler geholt, dann ist es förderlich für meinen Beruf. Ich finde das immer gut, wenn dann eben in meinen Beruf Geld investiert wird. Zu den Transfers auch noch. Ich glaube, der dritte Trainer jetzt, wenn mir nicht alles täuscht. Ich gehe davon aus, dass du deiner Mannschaft sagen wirst, dass man Saarbrücken nicht vom Tabellenstand her betrachten soll. Oh, die Jungs wissen das, also das ist uns allen bewusst. Wir wissen, dass da nicht eine Mannschaft ist, die weil sie jetzt letzter sind, sondern wir schauen auf die Spieler, die eben auf dem Platz stehen. Und das letzte Spiel oder die letzten beiden Spiele sind ausschlaggebend auf unsere Vorbereitung. Das Hinspiel habt ihr 2-0 gewonnen. Da hat es also, ich kann mich noch erinnern, eindeutig die bessere Mannschaft. Ihr strebt es diesmal an, oder? Ja, wir streben schon an, da auf den Platz zu gehen und Punkte zu holen. Das ist das, was wir uns als Ziel setzen werden. Ja, nochmal zurück zum Personellen. Treppenbach, was hat er denn? Er musste gestern Vormittag das Training abbrechen, weil er eben noch Schmerzen hatte. Am Sprunggelenk. Am Sprunggelenk, ja. Ja, weil ich habe mit ihm am Sonntag gesprochen, da hat er gesagt, alles wieder okay. Tja, es ist immer sehr, sehr schwierig. Ich habe sehr unterschiedliche Spieler, die unterschiedlich mit ihren Verletzungen umgehen. Okay. Kotzke
fällt demnach sicher aus. Ich gehe fest davon aus. Ja. Das würde bedeuten, ein Platz auf der Doppelsechs wird frei. Wer nimmt den ein? Du hast mir die Woche mal gesagt, Neuner oder Felagic. Bleibst du dabei? Ja, passt. Einer von beiden wird spielen. Okay. Neunerwart, kann mich erinnern, damals in der Relegation in Karlsruhe, eine Riesenpartie auf der Sechs gespielt. Ist in Erinnerung geblieben. Sehr also würde sich anbieten. Oder Felagic. Ja. Das bedeutet Stadler wieder in der linken Außenverteidigerposition? Er hat das sehr gut gemacht im Spiel und er wird ganz sicher seine Chance bekommen, eben morgen, nein, das heißt übermorgen, übermorgen eben zu spielen. Ja, ja. Und wir haben ja auf der rechten Offensivseite, die ist ja auch noch offen, Jean-Patrick Müller hat die 50 Euro gekauft, die gelbe Sperre. Ja. Wer der Option? Oder? Da sind einige Spieler eben. Es ist Ruben Popa, Markus Matz noch. Die sind schon vielleicht auch Patrick Haag. Das würde bedeuten, dass bei Patrick Haag als Linksfuß du dann die Seiten wechselst? Nein, muss ja nicht. Ja, nein. Ich komme ja wieder zum gestrigen Spiel. Da spielte vorne rechts einer von 91 Millionen. Ja, Linksfuß. Ja, das hat einfach keine Bedeutung heute. Also es ist, wir rotieren alle, wir laufen alle, die offensiven Spieler tauschen. Die Seiten spielen mal zentral, mal außen. Darum hat es keine. Und vor allem der heutige Fußball hat auch nicht nur einen starken linken, sondern auch einen einen schlechteren rechten. Ja, und andersrum. Sehe ich so, es fällt mir halt ein in der Beziehung, weil das ja nichts zu sagen hat. Okay, Saarbrücken hat 45 Gegentore. Das würde bedeuten, dass sie nicht unverletzlich sind. Ihr spielt euch eigentlich immer Chancen raus. Also es ist nur die Frage, wie schnell wir oder wie viele dann wir davon nutzen. Ja. Spielt Ausmann wieder auf der linken Seite? Denke ich mal. Murovic zentral. Ja. Ja, wie war es denn mit Murovic am Sonntag zufrieden? Wir haben uns das Spiel nochmal angeschaut. In der Analyse hat Slatko gesehen, dass er in der ersten Halbzeit das Spiel hätte entscheiden können. Das stimmt, er hat einen Riesenschuss gehabt, aber mit dem Schuss verzögert hat. Nicht nur das, es waren mehrere Möglichkeiten für ihn gewesen, einen Pass zu spielen, den er spielen kann, ja, um seinen Mitspieler so frei vor das Tor zu stellen, dass er nur noch einlegen muss. Das ist, erstens hat er selber erkannt. Es tut immer weh vor der ganzen Mannschaft, wenn man es anspricht. Aber wichtig ist, dass er überhaupt da ist, auf der Position, die er sich geschaffen hat, um eben den Ball spielen zu können. Das zeigt schon eine gewisse Qualität. Und wir arbeiten daran, dass es noch ein bisschen besser und effektiver wird. Die Taktik von dir? Immer die gleiche. Die Sorge, also Liebhaber des Feinen, kurz vor Spiels. Ich denke, dass der, oder so wie ich es auch im Video gesehen habe, ist das Stadion und der Platz in Saarbrücken sehr gut. Ja. Das heißt, es bietet sich an, da Fußball zu spielen. Ich gehe davon aus, ihr wollt was holen. Also ich möchte das nicht einen Sieg schreiben, dass ihr den holen wollt, aber ihr wollt ebenfalls was mitnehmen. Ja, selbstverständlich, sonst würden wir nicht hinfahren. Das ist ganz klar. Wir haben, wenn wir jetzt von Sonntag ausgehen, wenn du so ein Spiel gespielt hast und gehst dann raus am nächsten Tag, dann möchtest du eigentlich am liebsten in den nächsten Tagen wieder spielen. Ja. Ja, weil so ein Spiel ist einfach von der Bewegung, vom Laufen, von der Freude, von allem, was dazugehört, so gut abgelaufen, bei jedem Spieler im Kopf hängen geblieben und bei uns natürlich auch. Ja, das heißt, du willst eigentlich da weitermachen, wo du aufgehört hast. Ja, ich habe keinen unzufriedenen Zuschauer gehört, also alle die, mit denen ich dann auch gesprochen habe, die haben gesagt, sehr, sehr schönes Fußballspiel gewesen. Das ist das Ziel, was wir haben. Ich sage immer, wir wollen Fußball spielen, wir wollen alle zufriedenstellen und als erstes mich. Okay. Als ich diese Woche, ich habe das schon erzählt, gelesen habe, dass Bielefeld, ich habe irgendwann in der Nacht einmal im Internet gelesen, Bielefeld entlässt den Krämer, habe ich sofort an dich gedacht. Was du in der engeren Auswahl? Ich glaube ja. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Wo
Du hast deine Connection. Ich bin in Bielefeld, ich glaube, ich habe 8 oder 9 Jahre dort gespielt. Ich war in der letzten Saison in jedem Spiel dort gewesen, habe mir alle Spiele angeschaut. Das heißt, ich hatte immer die Möglichkeit, die dritte Liga zu sehen. Ja. Dann weißt du, das sind Leute eben, die. Ich habe 88 bis 90 dort schon gespielt. Ja. Da sind genügend Leute, die von der Zeit noch da sind. Ja. Das heißt, der Kontakt ist immer noch da. Ja, also dein Name ist auf dieser etwaigen Trainerkandidatenliste gestanden, oder? Ich glaube, er steht immer irgendwie drauf. Ja. Ja. Aber ich bin hier unter Vertrag. Ja. Du wärst auch geblieben. Selbstverständlich. Ich frage jetzt nicht, ob du in der nächsten Saison bleibst. Das ist nämlich ein endloses Thema. Da brauchen wir nicht drüber reden jetzt. Alles klar. Thomas, herzlichen Dank. Danke. Viel Erfolg. Danke. Ihr fahrt morgen, oder? Wir fahren morgen Vormittag. Danke, Heinz. Wenn es weitere Fragen, Armin, möchte ich auch kurz bitten, dass das Mikro zu nehmen. Thomas, ich habe eigentlich nur eine einzige Frage. Das ist jetzt eine knifflige Partie. Wenn man nach hinten schaut, könnte man sagen, spielen wir in Saarbrücken unentschieden, würde passen. Halten wir die vielleicht ein bisschen auf Distanz, auch die anderen Mannschaften. Aber ich nehme auch an, du hast Platz 4 immer noch im Visier und da sollte natürlich in Saarbrücken ein Sieg her. Wie gehst du rein? Wie stellst du deine Jungs da ein? Knifflige Angelegenheit eigentlich. Eigentlich gar nicht. Ich stelle sie nur darauf ein und sage, da ist Saarbrücken ein ganz starker Gegner und wir wollen punkten. Mehr gibt es dafür nicht. Ist so der Platz 4 noch das Ziel? Gibt es da ein Flipchart in der Mannschaftskabine, sofern vorhanden bei mir an, wo dann draufsteht, Platz 4, da wollen wir hin? Man muss sich ja Ziele setzen. Na, es stehen einige Spieler an so einer, auf so einem großen weißen Zettel, 6 Spiele, und da ist das Ziel eben zu punkten. Aber mehr auch nicht. Was dann dabei rauskommt nach diesen Spielen, dann macht man sich mal wieder neu Gedanken. Also ich möchte jetzt nicht, aber das Saisonziel, wo man jetzt sagt, das ist jetzt das, da schaue ich hin, das ist noch zu weit weg. Da sind noch zu viele Spiele, um das zu sagen. Wenn du eine gewisse Anzahl an Punkten geholt hast, dann sind es noch vielleicht 3, 4 Spiele. Dann kannst du davon ausgehen und du bist so nah dran, dann können wir darüber reden. Thomas, eine Frage, wie viel sind von den 6 Spielen, die da das Vorhaben begründet haben, wie viel sind da schon weg? Du meinst jetzt, was ich jetzt eben gerade gesagt habe, von den 6 Spielen, fängt Samstag an. Aufs Neue, weil die haben sich ja irgendwann schon einmal ein Vorhaben gestartet. Das ist richtig, wir haben im Februar ein Vorhaben gehabt, was wir genau erfüllt haben. Vielen Dank, gibt es weitere Fragen? Alles beantwortet, wunderbar. Dann vielen Dank für das heutige Interesse. Vielen Dank fürs Zuschauen auf JahnTV und euch, Thomas, am Samstag. Viel Glück.